Willkommen zurück zu Fallout Shelters. Wie ihr sehen könnt, unser Kampftrupp ist zurück, Mr. Handy ist zurück und auch unser Mr. Wrestler, den wir ins Ödland geschickt haben. Alle sind wieder zurückgekommen. Jetzt trainieren wir erst einmal hier an der Seite. Die Stärke, die Waffen und hier unten das Intellenz. Wie ihr sehen könnt, zwei Intellenz sind fertig. Aber wir haben neue Räumlichkeiten freigeschaltet bekommen. Nämlich, lasst uns mal hinten hingucken, den Fitnessraum. 600 kostet uns der Spaß. Fitness. Was ist denn Fitness nochmal? E. Ausdauer ist E. Das heißt, der Raum kommt hier oben hin. Ich habe unseren kleinen Kraftwerksraum hier einmal mit zwei weiteren Leuten besetzt, die voll ausgeskillt sind in Stärke. Aber als nächstes holen wir uns Mr. Handy rein. 5000 Kronkorken hat er dabei. Da geht doch der Point nach oben. Dann brauchen wir ein neues Lager. Ihr kennt meine... wie soll ich das jetzt sagen? Mein Einfallsreichtum. Ich setze einfach ein weiteres Lager hin, zerstöre mal kurz diesen Stein. Für 350 setze noch ein Lager drauf. Damit haben wir wieder etwas mehr Lagerraum geschaffen. Und wir holen unseren Kampftrupp rein. Und sammeln. Wir bekommen eine neue Blaupause für die Institutbaracke. Ein Rezept für die stehlende Bruderschaft. Auch die Baracke. So, da haben wir erstmal wieder... der Strom reicht nicht. Schade. So, Mr. Handy geht in das Stockwerk des Stroms. Also der bleibt oben. So, das geht doch. Und, ja, er ist zurück im Vault. Ihr seht, er ist mir wieder gestorben. Das macht mir aber persönlich nichts. Hat uns nicht allzu viel gekostet, ihn wieder zu beleben. Aber das ist jetzt schlimm. Er hat so ein bisschen was gesammelt. Und ich würde einfach mal sagen, auch wenn es mir persönlich schwierig fällt, dass wir die normalen Gegenstände direkt zur Asche machen, kriegen wir 310 raus. Okay. Und schon ist es ein bisschen überschaubarer. Und wir kriegen nur den guten Loot rein. Und dann sammeln wir diesen mal. Neue Bewohner hat ein Rezept gefunden. Robuste Raider-Rüstung. Du, Wop-Sängerin. Impro-Pistole mit Zielfernrohr. Robuste Ödland-Ausrüstung. Und das war's. Dann kann er auch gleich in die Fertigungshallen gehen. Und wenn er da ist, können wir ihn dann... wie ist das jetzt magische Wort jetzt? Dann... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe ihn gerade gehört. Da hinten. 2190 Kronkorken. Buja! Guckt euch mal meinen Geldstand an. 15.000 Kronkorken. Wenn das mal nichts ist. Wir werden jetzt den Raum hier oben leer machen. Den kleinen Generatorraum für die Notfallfreigabe. Und die Jungs runter in die Schule schicken. Ich mache das jetzt so, ich werde hier den Generatorraum definitiv einmal komplett ausbauen, bis nichts mehr geht. Und ja, warum groß drum sprechen, machen wir es einfach. Wobei, da können natürlich auch Katastrophen drin passieren, wenn er nicht besetzt ist. Wir lassen ihn erstmal so. Das passt mir persönlich eher und lieber. So, wo war ich stehen geblieben? Richtig, wir holen uns Kronkorken ab. Verbessere 4 Räume. Das kriegen wir jetzt gleich auch hin. Aber als nächstes geht es los. Wir gucken mal eben ganz kurz. Wir haben nämlich... Na, wo ist es, wo ist es? Aufstieg durch die Ränge. 9 Stunden, Stufe 27 und eine 10er Waffe. Ihr kennt unseren Trupp, den wir losschicken werden. Wobei, wir haben nur 7 Stimpacks. Da warte ich lieber noch ein paar Minuten mit. Bis ich genug Stimpacks zusammen habe. Aber wir trainieren hier gerade unsere Intelligenzbestien. Dementsprechend wird das nicht mehr allzu lange dauern. So, wir haben vorhin ein Rezept gefunden. Nämlich ein Impro-Gewehr mit Zielfernrohr. Das dürfte ich noch nicht in der Bauliste haben.
schwere Impro-Pistole, Stechabzug-Impro-Pistole. Ah, okay. Die zählt zu den verbesserten Waffen. Na, und was ist passiert? Ich hab's gesagt. Gut, ich lasse sie jetzt hier oben mal randalieren. Die werden gleich in die anderen Stockwerke durchbrechen. Ist zwar etwas ätzend, aber was will man dagegen machen? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, jetzt seht ihr mal eine richtige Katastrophe. Das passiert, wenn man eine kleine Seuche nicht eindämmt. Und dann geht das hier so ein bisschen drunter und drüber. Und diesbezüglich habe ich meine Räumlichkeiten gerne eigentlich alle immer besetzt. Aber das ist in diesem Fall halt leider nicht möglich gewesen. So, er kann noch ein Level-Up haben. Was machen wir jetzt mit unserem Kampftrupp? Wir haben jetzt gerade wieder relativ viele Stimpacks verballert, die ich eigentlich auf Mission hätte gebrauchen können. Na, komm. Wo ist es? Hier ist der Lager. 5 Stück haben wir noch. Und dementsprechend gucke ich mal. Die sind doch hoffentlich und produzieren Stimpacks oder produzieren die Red Array. Krankenstation. Werden wir ja jetzt gleich sehen. Ich hoffe ja persönlich, dass sie das Passende produzieren. Ah, Strom. Der wird allmählich auch knapp. Das könnte jetzt richtig interessant werden. Wir haben Speichern 550 und verbrauchen relativ viel. Unser großes Kraftwerk liefert aber relativ viel, aber auch nur bis zum Anschlag. Naja, abwarten. Aber unser Kampftrupp ist nicht da. Das heißt, wir können den Kampftrupp in den Generatorraum stecken. Und da produzieren die dann für uns Strom. Solange wir sie nicht brauchen. Das ist nicht schlecht. Wasser. Wasser geht uns allmählich auch zur Neige, weil wir inzwischen so viele Leute sind. Und nochmal 1000 Kronkorken. Gut, die Wasseraufbereitung haben wir schon komplett ausgebaut. Das gleiche gilt auch für das Diner. Das heißt, wie sie weit sehen unsere Kraftwerke aus, auch komplett ausgebaut. Das könnten wir. Aber wie gesagt, ich brauche Lagerplatz. Und dementsprechend möchte ich gerne meine Aufzüge nach unten weiter ausbauen. Zwei Minuten. Ich glaube, ich muss gleich mal einen Tempomodus ausführen. Sonst wird das nichts. So, das sollte reichen, um unsere Lagerräume dort unten zu bauen. 31%, das, was schief geht. Wir versuchen unser Glück. Und unsere Stromvorräte sind erstmal gesichert. Das ist gut. So, teuer genug war's. Fast 10.000 ausgegeben für die Aufzüge. Aber ich hoffe, dass die Lagerräume jetzt hier unten ausreichen sollten.
Yep, jetzt haben wir erstmal wieder kein Geld. Ich werde das jetzt so machen. Wir können leider keine drei großen Lagerräume nebeneinander bauen. Das passt hier vom Platz leider nicht. Aber wir werden jetzt hier noch einen mittleren reinsetzen, also ein Zweiergebäude. Diesen Lagerraum dann auswerten oder aufwerten und dann den nächsten Dreier hier drüben hinbauen. Das sollte soweit passen. Und dann werden wir die Räume hier unten komplett aufwerten. Wenn hier unten eine Katastrophe passiert, wie beispielsweise ein Angriff von Schaben von Red Skorpionen, das ist mir dann egal. Die haben keinen wirklichen Kontakt zu anderen Ebenen. Die müssen sich ja durch den Vault durchgraben, damit die Schaden anrichten können. Und dadurch, dass ich hier zwar die Verbindung habe, aber da unten nicht, ist mir ein Aufstand von Ungeziefer auf den Lageretagen so ziemlich egal. Da unten kann es auch brennen, ist mir auch egal. Kostet mich nur ein bisschen Ressourcen, die runtertickern, aber zu einem späteren Zeitpunkt ist es mir einfach egal. Na gut, ihr Lieben, wir sind am Ende. Wir haben heute nicht viel gemacht, aber doch einiges geschafft. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abonnement, würde ich mich drüber freuen. Schaut auch morgen wieder rein. Dann schicken wir unseren Kampftrupp los, beziehungsweise ich schicke den Kampftrupp heute Abend noch los. Und ja, hoffe mal, dass wir Erfolg morgen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss.